So, und damit herzlich willkommen zurück zu WWE 2K14 30th of WrestleMania. WrestleMania 29, der Undertaker gegen CM Punk. Als die Raw-Veranstaltung im März 2013 Oldschool durchstartete, machte der Undertaker eine überraschende Rückkehr und erschien zum ersten Mal seit WrestleMania 28. Es wurde angekündigt, dass der Sieger eines Fatal 4-Way-Matches später an diesem Abend die Gelegenheit bekäme, die ungebrochene Siegesserie des Undertakers bei WrestleMania 29 niederzureißen. CM Punk war siegreich in dem Fatal 4-Way-Match und sicherte sich das Recht, den Deadman herauszufordern. Punk erzürnte den Undertaker bei der Raw-Veranstaltung vom 11. März 2013. Er unterbrach Undertakers ehrwürdige Gedenkfeier für den kürzlich verstorbenen Paul Bearer, was auch den Halbbruder des Undertakers Kane verärgerte. Punk würde später das Big Red Monster in einem brutalen No Disqualifications Match besiegen und die Urne des Undertakers stehlen, um sie dann gegen Kane zu nutzen. Ja, Lander in Apron Legdrop führe ein Hellsgate bei CM Punk aus, schlage Punk moderat an und zwei versteckte Ziele. From Chicago, Illinois, weighing 218 pounds, CM Punk. There he is, King, the former WWE champion, CM Punk. Punk held the WWE title for 434 consecutive days. Lost the title to The Rock at Royal Rumble. Then turned his attention to The Undertaker, and ever since, his actions have been downright despicable. Now, Punk made no friends in the WWE Universe with his antics leading up to this match. Punk has disrespected The Undertaker's legacy and stole his property. CM Punk has made his bed, and now, folks, he must lie in it. Ja, mal sehen. From Death Valley, weighing 299 pounds, The Undertaker. This man needs no introduction. He is 20-0 at WrestleMania. Tonight is not about 21-0. It's about vengeance. Tonight, CM Punk has his hands full with a very angry and determined Undertaker. And that's the worst thing in the world for CM Punk. I mean, The Undertaker retired Shawn Michaels, and he respected him. What is he going to do to a guy like CM Punk? The Undertaker has been on the receiving end of mind games, sneak attacks, and outright disrespect from CM Punk. This won't resemble a wrestling match, in my opinion. Tonight, it's going to be a slaughter. That's right, JR. Tonight, The Undertaker can finally shut up CM Punk, defend his legacy, and extend his streak to 21-0. Mal sehen. Mal sehen, ob wir das schaffen können. Gut. Gut, gut, gut. Ah, nein! Ich habe ein Match komplett vergessen. Ich weiß jetzt, was das zweite Match sein wird. Ich habe ja gedacht, ja, es gibt doch kein anderes Match auf der Card und die haben doch bloß nicht Del Rio gegen Swagger reingepackt. Das ist nicht WrestleMania Showcase würdig. Ja, haben sie auch nicht gemacht. Sie haben ein ganz anderes Match reingepackt. Triple H gegen Brock Lesnar. Das haben sie da reingepackt. Aber nun gut, ne? Ich führe den Hellsgate aus. Das ist unser, ja, unser Finisher. Man, ich würde schon sagen, schickt er uns wieder raus. Ne, Terrible Backbreaker. So, Legdrop. Zack! Clothesline. Komm, Mama. Gott, nein. Clothesline geht daneben. Nein, Big Boot geht daneben. Jetzt aber! Nein, hör auf! Ich mag das nicht.
They dodged that one. So. Zack. Natürlich. Ja, moderat anschlagen. Das wird interessant. Wow, ja, natürlich. Punk prügelt mir einfach hier durch die Gegend. Das war schon schön. Paul Heyman thinks Punk is the best in the world. But it infuriates Punk that there are those out there who do not agree. Undertaker, the best in the history of the WWE. An emotion running through his veins. There's another great kick. Oh my gosh, the dead man's risen from the grave. So. Zack. Gut, dann zeigen wir hier mal. Last Ride. Und dann doch noch hier den Hell's Gate. Er landet zwei Tombstone Piledriver bei CM Punk. Mal sehen, wie ich die so schnell bekommen soll. Oh, Punk mit dem Old School. Er zeigt seine, er möchte es beenden. Oh, Taker steht aber auf. Und da frisst Punk hier einen Big Boot. Ja. Punk jetzt. Nee, wurde hier geblockt, aber CM Punk kommt wieder auf die Beine. Und ah, die Klaus ein bringt aber Punk nochmal hier zu Boden. Na, Punk. Er probiert es ein weiteres Mal. Und es geht wieder schief. So, der Taker jetzt hier mit dem Chokeslam. Kritischer Schaden bei CM Punk. Und dann einfach nochmal ein Tombstone hinterher. Ja, das ist eine Kombination aus Tombstone und Pin. Da sollte er doch gehen. Ja, aufs Top Rope gehen. Ja. Ich würde dann sagen, das machen wir dann beim letzten Tombstone. Dann können wir die letzten zwei Aufgaben kombinieren. Ja, aber so einfach wird das nicht sein. Punk ist nämlich auch noch im Match. Den sollten wir nicht so leicht abschreiben. So, Big Body Drop. So, ist im Sa- Nein! Und da sind wir draußen. Hm. Schade. Punk is enjoying this. He's pretty much full of himself right now. Mhm. Did you hear how his leg connected? So, das haben wir gekontert. Straight kick right to the head. Nothing fancy about that. Natürlich. So, jetzt aber. Jetzt aber Ansatz zum Chokeslam. Ja,
Und der Tombstone von von CM Punk. Tombstone gekontert. Cover hinterher. One. Und Taker kickt aus. Und natürlich kann ich den Go to Sleep nicht kontern. CM Punk. Penetrating streak. Go to sleep. Nein. Ohne Resiliency. Ich kann es langsam wieder. Ist das super. Ich kann es langsam wieder. Es war ein bisschen spät, aber hey. Lieber spät als nie. So. Zack. Zeigen wir jetzt mal hier einen Snake Eyes. Und was gibt's? Big Boot. Ein Leg Drop. So, Taker mit dem Chokeslam. Und jetzt wollen wir das Match hier doch bitte beenden. Tombstone Pile Driver mit Combo. 1, 2, 3. Sehr gut. Puh. Ja, Paul Bearer als Manager freischaltet, sehr schön. Gut, und in der nächsten Folge sehen wir dann Triple H gegen Brock Lesnar. No holds barred. Bis dann, haut rein und tschüss.